Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Divinity 2 Original Sin. Mit dabei ist der eigentlich normal aussehende Sam Samuel. Hallo. Ja, irgendwie ist mir heute nichts Besseres eingefallen. Wir befinden uns ja jetzt, müssten wir uns mittlerweile im neuen Jahr befinden. Das heißt, wir haben jetzt 2019, das Jahr des von irgendwelchen neuen Untergangsvorhersagen. Ich weiß nicht, was dieses Jahr Mode ist, aber lass uns einfach überraschen. Vielleicht geht ja die Welt dieses Jahr unter. Ich sehe auch gerade, dass Lose verletzt ist. Ja, das fühle ich auch jetzt also auf mein Handy auch nicht sehen. Was ist eigentlich das für ein Zauber, den du da hast? Ist das irgendwie so ein Flächenzauber oder? Ja, der geht genau auf eine Person. Ah, schade. Ein Flächenzauber wäre eigentlich ganz cool. Aber der heilt sehr stark und der regeneriert auch magische Rüstung. Also insofern. Oh, das ist echt gut. Wie heißt denn der? Schlachtruf, das ist tatsächlich von Beschwörerzweig, das ist tatsächlich ein Zauber. Ah, so ein spezieller Zauber, ah, das ist cool. Ja. Okay, ich hatte ja schon in der letzten Folge mir überlegt, dass wir hier hochgehen, weil hier irgendwie so ein interessanter Altar ist. Deswegen laufen wir einfach da mal hin. Vielleicht finden wir da irgendwas Cooles. Vielleicht. Bin mal gespannt. Oh, das ist direkt ein Tagebucheintrag, mal gucken. Ich will mal wissen, was der jetzt sagt, der Tagebucheintrag. Der brennende Prophet. Wir haben an den Schnitterklippen eine ungewöhnliche Statue entdeckt, die über einer Reihe von Fackeln wachte. Aha. Ja, mal gucken. Okay. Here lies Patrick, prophet. He perished in this place, predicting the downfall of Brachus. The cleansing of the statue stands before you in silence. It reaches to the heavens, as if praying for release from its chains. Okay, das ja. Aber scheinbar kann man hier nicht mehr machen. Was ist? Vielleicht müssen wir die Fackeln anmachen. Ja, könnte sein. Ansonsten sieht er auch nicht zu belanglos aus. Ich dachte jetzt, aber das wäre ein Schnellreisepunkt. Ja, sah eigentlich danach aus fast. Wir haben versucht, die Fackeln in der Nähe der Statue anzunehmen, aber sie ging schnell wieder aus. Okay. Okay, wir müssen also alle Fackeln gleichzeitig aktivieren. Ich habe doch hier so viele Feuerangriffe. Vielleicht geht das ja. Ja, der macht ja nur drei. Ich glaube, der Feuerball müsste eigentlich reichen. Oder? Nee, ich mach's viel cooler. Reicht die Reichweite dafür? Ja, es reicht. Ich bin gespannt. Ich werd's auf die heftige Art und Weise machen. Explosion! Boom! Nice. Okay, das Schreien funktioniert scheinbar. Ja. So, hat zwar Verletzungen hervorgerufen, aber was soll's. Ist aber cooler. Doppelte Heilung. Yeah. Okay, der Schrein leuchtet, dann können wir ihn jetzt anklicken. As the torches around you flicker and crack to life, you hear a low groan. It starts soft, then crescendos until your chest rattles and your head buzzes. Hi, mein Kopf vibriert. Rakus Rex! God damn you to this hell in which I suffer! God damn these burning flames! Okay, da brennt jemand. Das hört sich nicht so gut an. Okay, eine Entschuldigung stammeln, hat das Entzünden der Flammen ihm wehgetan? Brachus Rex, fragen, welches Übel der verrückte König über ihn gebracht hat. Die Statue spricht, fragen, welcher Geist in ihr lebt. Auf den Absatz kehrt machen und gehen. Nee, sagen wir einfach mal, Brachus Rex, fragen, welches Übel der verrückte König über ihn gebracht hat. All that's twisted, all that's profane, all that's immeasurably cruel has been touched by Brachus' withered hands. Aha. I knew him. I knew his secrets. I saw his rise and fall as woven into the tapestry of time. He branded my truth as blasphemy. Just when the agony subsides, another pilgrim makes her way to the shrine and puts flame to the torches. I think to honor me. Ja, so oft wie die hier die Fackeln ja anzünden, müsste er ja schon irgendwann mal verbrannt sein, ne? Ich meine, der Brachus Rex hat doch vor irgendwie ein paar hundert Jahren regiert oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ist ja auch schon wieder eine Weile her, dass bei dem brennt der scheinbar fröhlich vor sich hin. Das heißt, halt ein Stehaufmännchen. Sagen, dass du die Schrecken von Brachus Herrschaft mit eigenen Augen gesehen hast. Nach Brachus Geheimnis fragen. Laut darüber lachen wir. Die Schrecken von Brachus Herrschaft habe ich mit eigenen Augen gesehen. I live that horror. The truth invites danger. Some would sooner be swallowed by the void than tell it. Mhm. Wait. Halt. You.
Ja, klar. Ich folge dem Weg des Drachen. Drachenküken vielleicht. Er kann gut schreien. Yeah. Das muss echt Spaß gemacht haben für den Typen, der die Tonaufnahme eingesprochen hat. Ja, das kann ich mir, denke ich mir auch. Die Stimme ist fort und das Flüstern des Windes dringt in dein Ohr. Oh yeah! Ah. Wir kriegen eine Ölflasche und 54 Gold. Wow. Da bin ich jetzt ein Buch auf dem Altar. Und ein leeres Buch kriegen wir geschenkt als Buddhist. Ich nehme die Telekinese-Trank. Ja, auf dem Altar liegt immerhin ein Buch. Ui. Na, wenigstens etwas. Mal gucken. Gucken, ob das Buch auch was bringt. Buch der Prophezeiung. Mal gucken. Wie viele Seiten hat es? 2. Ja, kann man lesen. In die Einband des dicken Folianten ist ein Titel eingeätzt: Chroniken des ewigen Zeitalters. Die Seiten handeln entweder von tragischen Geschehnissen, die weit zurückliegen oder noch kommen sollen. Als du dich durch die Seiten blätterst, fällt dir ein Name ins Auge: Bracchus Rex. Es gab weder eine Lampe noch Sonnenlicht und dennoch wurde ich geblendet. Es war etwas Göttliches, nicht in Gestalt eines Mannes oder einer Frau, auch nicht als Kreatur oder Homunculus, sondern als Element, rein und ganz, ein Meer aus Quelle, sowohl oben wie unten. Doch nach kurzer Zeit verschwand das Licht wieder. Der Schatten eines großen Drachen huschte. Ah, Drachen. Der Schatten eines großen Drachen huschte vorbei, jagte mir einen Schauer über den Rücken und hüllte Rivellon. In Dunkelheit auf dem großen Lindwurm ritt der verrückte König Bracchus Rex. Er warf eine unglaublich lange Leine in das göttliche Licht, so wie ein Angler seine Leine ins Meer wirft. Auf einmal war ich von nichts mehr umgeben, Leere, absolutes Nichts. Da drang durch die Stille auf einmal ein unmissverständliches Geräusch, das Schlagen eines Hammers. Yeah. Okay. Das ist alles? Nein. Ist damit die Quest abgeschlossen? Ja, die ist damit abgeschlossen, lol. Ja, das war ja mal... Das war nett, sag ich mal. Wie läufst du denn lang hier? Oh, da unten scheint was Hübsches zu sein. Oh, uralte Lampe ist da. Ein Djinn, hoffentlich. Okay, wir können runterlaufen. Warum bist du da hingeportet? Und hier brauche ich ja, wie toll das ist. Ich komme zu dir gelaufen, wahrscheinlich müssen wir gleich kämpfen. Baby. Gucken wir mal. Ich schreibe, da kommen gleich 10 Tote um mich herum aus dem Boden. Ich beschleunige mich mal. Ich bin zu langsam. Zittert die dann leicht und fast nicht wahrnehmbar. Ja, ich bin gleich da. Oh, natürlich. Ja. Natürlich muss ich diese Lampe. Versuch etwas abzureiben. Ah. Strangely hot to your touch. As you wipe away the years of dirt and grime, it fühlt sich heiß an, liegt es an mir oder an der Lampe? Ja, es war. Ah. Bei mir war alles dunkel. His face twists into a sneer and he flexes his claws. Ah, das ist auch ein Ex-Mensch. Did the seven turn you down too? I should strike you down where you stand, God Taint. Niemand mit Rot, der in Lampen badet. Deine Waffe ziehen. Das ist doch die richtige Antwort. Der ist nur Stufe 11. Also pff, Lusche. Nein, deine Wünsche. Du musst dir wünschen, du wünsche dir 5 Wünsche. Das ist der größte Trick. Wenn dir irgendjemand 3 Wünsche gibt, dann wünsche ich mit einem Wunsch einfach 10 Wünsche oder 100 Wünsche. Ja. Aber ich biete jetzt den Handel an und sage, okay, wenn er mir den Wunsch erfüllt, dann befreie ich ihn. Oh, über ihn erfolgreich. Mensch. Wow. Hätte ich ja nicht erwartet. Very well. You have one chance. Do you wish for power, wealth, knowledge or to see your enemies gone? Aber du kannst, Bessie hat einen besonderen, dir den sofortigen Tod aller Tyrannen wünschen. Beginnen mit Königin Justina. Ja, das ist, als ob der das hinkriegt. Hier wünsche dir, dass deine Feinde besiegt sind. Das war ja klar. Der kann nichts. Okay, also der Zwerg ist natürlich der Dümmste, den wir jetzt den Wunsch hätten erfüllen lassen können.
Ach Quatsch. Weil der ist ja. Gesundheit. Oh je. Yeah. Ich wünsche mir, dass ich meine Feinde besiegen kann. Let it not be said that I ever failed in my duty. Very well, God Taint. Okay. Okay, das war nicht schlecht, ne? Ja. Der Zwerg hat's total verkackt. Wie lange hält die es geblendet sein? Okay, ich glaube, ich kann. Keine Rundenanzahl. Du musst, glaube ich, klarer Geist machen. Ja, easy. Lose hat's einfach drauf. Also, allerdings dauert es eine Weile, bis ich euch alle geheilt habe. Wie im ersten Teil ist auch wieder dieses Divinity voller Gründe, Bösartigkeiten und man kann echt keinem vertrauen. Ja gut, war klar, dass der Zwerg ist verkackt. Ich sag immer, hätte man nicht die Fähigkeit, müsste man jetzt irgendwo hinlaufen, um die Scheiße loszuwerden. Und auch gegen jeden Kampf hättest du direkt eine Benachteiligung. Das ist richtig, ja. Ist echt gemein. Aber witzig. Aber immerhin, ich habe eine leere Lampe, die 2000 Tacken bringt. Also hast du diese Lampe? Hast du eingesammelt? Ja. Kannst du nicht nochmal dran reiben? Tief kann ich echt ins Wasser laufen. Oh, das ist doch eh flaches Wasser, kannst du durchlaufen. Nee, kann halt nicht. Da ist nämlich dann Schluss. Okay, tja, dann ziehen wir mal. Kann er nicht durchlaufen, ja? Nope. Tatsache. Okay, wollen wir jetzt hin? Wir können mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier liegen noch tote Fische rum. Ja. Da ist aber scheinbar nichts drin. Okay, somit haben wir einen Genie gehabt, den wir einfach mal nicht nutzen konnten. Weil der Zwerg einfach nur Kacke ist. Der war doch super praktisch. Ja, super. Er hat uns direkt, naja. Er hat uns halt direkt geblendet. lecker vergifteter Fisch. Nice. So ja, mag ich das. Dann. Okay, gucken wir, wo gehen wir jetzt nächstes hin? Können wir mal auf den. Wir sind ja hier den Weg bis hierher nur durchgelaufen. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas zum Ausgraben. Irgendwie ein paar Pflanzen. Einfach mal einsammeln. Oh, ist da noch ein Fass? Yeah. Leer. Ach, war ja klar. Also der Weg hierher war ziemlich, nutzlos. Ja. Oh, immerhin zwei leere Trankflaschen, ne? Ja. Na, gucken wir mal. Irgendwas muss es hier noch geben. Ja, irgendwas wird schon geben. Ach, ein paar Pflanzen aufsammeln. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Na, laufen wir einfach mal über die Brücke hier. Ja. Das ist eine gute Idee. Da liegt so eine Leiche. Na schön. Ja, das heißt, da muss es Action geben. Oh. Oh. Ich hab ein Loch, das ich ausgraben kann. Sehr schön. Genau, Bude, du Echsen. Eine Kiste. Na, immerhin, ja, 212 Gold. Das ist wahrscheinlich mehr, als du für die Lampe bekommen wirst. Oh, weil 2000 Wert heißt nicht, dass du 2000 bekommst. Verfluchtes Öl. Warum ist in eine Falle gelaufen? Oh, mein Inventar ist ziemlich voll. Naja, gut. Na, komm, ich stärke uns, bevor wir durchlaufen. Unsere Magiosum müsste uns ja eigentlich schützen. Halte mich jetzt erstmal hier. So, ich bin durch. Das Gute ist. Oh, das Feuer ist weg. So. Ich hätte gedacht, weil es ein verfluchtes Feuer war, dass es nicht weggeht, aber es ist echt weggegangen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Da liegt noch eine Leiche. Ja, schon geplündert. Ja, gehen wir mal hier weiter. Oh, das ist Auge-Ding Gift. Hier. Ah, Gift, das Gift ist toll. Ich geh mal hier lang. Aber diese Fallen. Ist hier noch irgendwas? Komm ich da ran? Oh ja, cool. Nice. Gucken, gibt's hier irgendwas? Ein Zauberstab. Kann ich das entschärfen? Mal gucken. Ja, nice. Ich kann Fallen entschärfen. Das ist cool. Und ich habe immer einen coolen Zauberstab, glaube ich, gefunden. Gucken. Also bevor wir hier über diese Holzbrücke gehen, da. Okay, ist kein guter Zauberstab. Uiuiui. Was denn? Ja, nichts Schlimmes. Wenn ihnen so über diese Holzdinger geht. Das ist eine Falle.
Warte, ich kann sie entschärfen. Ich hab's gerade eben aufgemacht. Das ist noch eine Falle. Irgendjemand möchte nicht, dass wir herkommen. Ja, dann gehen wir doch. Ja, gut. Das ist schon der erste rote Punkt. Ja, das verstehe ich besser. Look out. I see a trap nearby. Ich beschwöre erst meine Inkarnation, glaube ich. Gucken, wo sehe ich hier schon Feinde? Ah, ach, die stehen unter uns. Das ist ja kein Problem. Alle Gegner stehen unter uns. Ja, so mag ich es auch. Oh, da ist ein. Interessant. Ah, okay. Redest du mit denen, oder? Ja. Oh, die Kakerlake ist gerade weggeflogen. Interessant. Hm. Ah, super. Schleust du uns direkt in den Kampf ein, bevor man sich überhaupt positionieren kann. Warum ist Lose schon vor mir im Kampf gewesen? Obwohl Lose hinter mir steht. Komisch. Jetzt muss dein Champion nach unten laufen. Ja. Na gut, aber die Kakerlake ist immer weggeflogen, also schon mal ein Gegner weniger. Oh, da ist eine Seelenpfütze. Da ist so eine Quellenpfütze, meine ich. Kann sich dann einer von uns dann mal wieder Quellenenergie holen. Von der wir ja eigentlich nie was haben. Also in dem Spiel habe ich mal überlegt, es gibt. Weißt du, das Spiel hat damit beworben, dass du hier coole Fähigkeiten nutzen kannst, die mit Quellenenergie und so weiter. Aber, weiß nicht, so richtig was machen oder bringen tut es irgendwie nichts. Ja. Okay, ich darf keine Waffen einsetzen. Was hat die? Der hat wenig Rüstung. Ich mache hier erstmal das. Und ich mache einfach mal einen Standardangriff. Nix. Passt. Da kommt jetzt auch irgendwo so. Die Köpfe schleicht sich. Oh, die fliegt. Die hat auch die Flügel wie ich. Oh. Oh, ein Giftangriff. Ach, der hat Erdimmunität. Das heißt, die. Nee, der hat einfach die Fähigkeit Erdimmunität. Okay. Ah, okay. Die hat jetzt 100% Erdresistenz und 100% Giftresistenz. Das ist auch cool. Ah, ich bin dran, okay. Schade, der Strahl geht leider nicht nach unten. Ärgerlich. Und ich muss meine Rüstung wieder auffrischen. Ich habe nämlich keine mehr. Magische Rüstung habe ich ja noch. Leider kann ich nur generieren magische Rüstung in Höhe des bewirkten Schadens. Ah, schade. Schade, Tomate. Machen wir mal noch lindernde Kälte hier. Wappne ich mich mal hier massiv für den Kampf. Sehr viele Angstzauber. Ja, ganz genau. Cool, ja, nicht Angstzauber, aber du kannst übrigens auch in den Kampf noch rennen, ne? Oder bist du. Ach, du auch? Auf die Entfernung? Weil der Typ reingesprungen ist. Der hat mich quasi passiv in den Kampf. Ja, ist doch gut. Musst du wenigstens irgendwas machen und nicht die ganze Zeit völlig hinschlummern. Oh. Hast du irgendwas gemacht? Ja. Hat doch ein bisschen Schaden gemacht. Aber irgendwie echt wenig gewesen. Ich glaube, die hatte doch gar nicht mehr so viel. Oh, als nächste Runde ist als erstes Lose dran. Das ist schön. Der war schön. Das war schön. Dann machen wir hier mal wiederhalten. Der ist ja sau stark, der Angriff. Nein, verfehlt, was? Oh, sau stark, ja. Hast du die Luft massiert? Ja, hast du es nicht gesehen? Das war so stark, dass er ausweichen musste. Aber es ist nicht ein großer Vorteil, dass wir von dieser Seite hier kommen. Weil so können wir wenigstens haben wir die Chance, einen nach dem anderen mal anzugreifen.
Ja, das stimmt, aber so ist halt irgendwie langweiliger, ne? So ist weniger Action. Ach ne, die anderen kommen ja noch. Also würde mich da nicht zu früh freuen. Ich laufe mal hier links rüber. Aber die sind zwar nur Level 10, aber die haben echt krasse Fähigkeiten. Herz aus Stahl. Oh, der hat, ach, der hat bestimmt jetzt eine Rüstung auf, ne? Ich finde gut, dass man während der Gegner dran ist, trotzdem untersuchen darf, die Gegner. Regeneriert 41 ja. physische Rüstung pro Runde. Oh, das ist cool. Das wäre was für einen Nahkämpfer. So, aber ich würde sagen, an der Stelle können wir erstmal die Folge wieder beenden. Du darfst mal seinen Angriff ausführen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Also bis denne. Cheerio. Tschö, tschö.